Was geht YouTube? Was geht Pixel Army? Hier ist wieder euer André von Pixel Background TV und wir spielen heute wieder weiter Half Minute Hero und wir legen auch direkt los. Und zwar mit Unendliche Wüste. Yeah. Okay, Maserpi. Diese verblödeten Dorftrottel. Wie können die es wagen, mich aus dem Dorf zu vertreiben? Sagen die doch glatt, sie hassen Schlangen. Ich auch. Dabei sind Schlangen doch so süß. Wenn die Welt kein Verständnis für Schlangen aufbringt, hat sie damit das Recht zu existieren verwirkt. Okay. Tess, wir haben ein Problem. Da wirkt schon wieder so ein Böse durch die Magie. Kapiert er denn nicht, dass es auch die Schlangen trifft, wenn die Welt untergeht? Du beeilst dich besser, sonst ist dies das Ende für alle Schlangen und die Welt um sie herum. Okay. Das hier ist alles Wüste. Du wirst also zu Fuß zur Burg gehen müssen. Aber sei vorsichtig, man nennt diesen Ort die unendliche Wüste. Wenn du nicht aufpasst, wo du hinläufst, kommst du am Ende wieder beim Dorf raus. Frag die Leute im Dorf, die kennen den richtigen Weg. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Drück also nicht zu fest zu. Okay, so, erstmal Haut kaufen. Oh, du willst also die Wüste durchqueren. Pass auf dich auf. Die Wüste lässt gerne mal deine Orientierung zum Volk spielen. Damit es nicht zu spaßen. Wenn du den falschen Weg einschlägst, landest du ruckzuck wieder im Dorf. Trotzdem versuchen sich viele Reisende daran, durch diese Wüste hindurchzukommen. Und alles sagen sie, dass man dem Weg mit den Kakteen folgen soll. Okay. Den Weg mit den Kakteen. Aua. Oh 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 oh. Das ist doch Beschiss. Es ist doch Beschiss. Wie, wo muss ich? Da komme ich auch nicht lang. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist Beschiss. Eindeutig. Ich komme da nicht lang. Aber... noch erstmal hier Zeit holen. Zack. Ja, komm. Okay, das hätten wir schon mal. So. Oh, ich habe den Weg mit, weniger Kakteen eingeschlagen und wieder im Dorf gelandet. Hoho, ich habe den Weg mit. Achso, hat er schon gesagt. Was ist denn hier? Baba, wer bist du? Ich bin Barbara. Ich bin eine ziemlich berühmte Kämpferin hier in der Gegend. So wie ich das einschätze, bist du nicht zum Spaß hier in der Wüste, oder? Der Böse ist sich angeblich ein Schlangenbeschwörer. Also sei er verhut vor seinen Schlangen. Na, wie sieht's aus? Willst du mich nicht anheuern? Wenn du 200 Gold an Kosten für meine Ausrüstung übernimmst, helfe ich dir auch im Kampf gegen diese Schlangen. Okay. Warte, Jemon, ich bezahle die Sachen eben schnell. Okay, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal. Ach, übrigens, ich helfe dir nur, bis wir durch die Wüste durch sind. Ja, ist mir klar. Nur damit wir nachher keine Beschwerden kommen. Okay, okay. Und was willst du jetzt eigentlich? Okay. Oh, scheiße. Ey, Leute. Ne? Ich sag jetzt mal nett, wie ich das Level gerade hier finde. Ich erzähl's einfach keinem. Das gibt's doch nicht!
Ich krieg die Krise, Leute, ich krieg die Krise. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich komm schon. Nein, nicht ernsthaft. Ah! Du hast es durch die Wüste geschafft, Dilly. Doch bringen wir dir das denn noch nicht, Dilly. Erhebt euch zum Klang meiner Flöte. Vorwärts, rote Schlange. Ja, was soll's? Du gemeine Schlange. Ich meine. Hey, du, warte! Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist aber auch schnell unterwegs. Ich finde aber, so flinke Männer haben was. Hier, für dich. Danke, dass du den Bösewicht besiegt hast. Mach's gut. Haus da rein. Ein Flinkmesser. Aha. Puh. Da, und damit ist auch hier wieder Frieden eingekehrt. Aber wie kann es einem gewöhnlichen Schlangenbeschwörer eigentlich plötzlich ein Bösewicht werden? Der, dem wir hinterherjagen, muss es ja ziemlich ernst meinen, mit dem Wunsch, die Welt zu zerstören. Was ist das nur für eine? Wir dürfen weder rasten noch ruhen, bis wir das herausfinden. Okay. Yeah! Neuer Rekord! Kleiner Hand. Yeah. So, Spice Hand. Bestenliste. Sehr schön, sehr schön. Hopp, hopp. Hopp. Selbst eine schier unendliche Wüstenlabyrinth kann Tess nicht aufhalten. Mit Barbaras Hilfe bezwang er den schlangenbeschwörenden Bösewicht. Und wieder einmal hat Tess die Welt gerettet. Tess nahm Abschied von Barbara und zog weiter. Nächstes Mal bei Hell 13 Dorf in Gefahr. Yeah! So, was habt ihr zu... Sah gut aus, jetzt noch nicht nachlassen. Gewusst wie, bla bla. Aha, aha. So, und weiter geht's. Start. Yeah, Dorf in Gefahr. Hohoho, wahahahaha, endlich habe ich den Zerstörungszauber gewirkt. Damit ist die Welt im Untergang geweiht, selbst wenn jemand versuchen sollte, mich aufzuhalten. Niemand kann mein Gewitter der Zerstörung widerstehen. Als dann, ihr Menschen, kniet nieder vor eurem Herrn. Nehmen Sie an, das ist eine Chance, mal die kann der Bösewicht hier auch Blitze nach seinem Willen tanzen lassen. Die Burg hier ist hier drüben, aber auf den ersten Blick führt kein Weg dorthin. Geh erstmal jetzt auf und versuche ein paar Informationen zusammenzutragen. Okay, Dokele. Los. Das heißt, der Bösewicht kann mit seinem Gewitter den Erdbaum nicht machen. Was ihm beliebt, okay. Ein Gelehrter ist nach Westen aufgebrochen, um die Burg des Bösewichts zu untersuchen. Okay. Na, dann schauen wir mal. So. Holzfäller, da. Haha. Mein Kumpel hier ist ein mächtiger Krieger. Nachdem er von dem hiesigen Bösewicht erfahren hat, kam er den weiten Weg hierher und hat nichts in Versuch gelassen, den geheimen Weg zur Burg zu finden. Doch just in dem Moment, als er bei der Burg ankam, wartete der Bösewicht bereits auf ihn. Kassong, er hat meinen Kumpel mit einem Blitz in Empfang genommen und ihn damit schwer zugesetzt. Ich bitte dich, du musst ihm seine Medizin besorgen. Wenn er wieder gesund ist, erinnert er sich auch wieder, wo der geheime Weg zur Burg liegt. Okay. No problem. Ja. Und Gelehrter, Medizin im Zelt habe ich welche, nur zu. Du kannst gerne zugreifen. Medizin! Wat? Äh.
Leute. Oh, ich spüre, wie die Mädchen wirkt. Ich fühle mich wieder fit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Ich hab's da dauernd hin dazwischen, aber wenn du drüber wirkst, willst, zeige ich dir draußen den Weg. Nur schaffe ich's nicht mehr. Also dann, pass gut auf. Durch die Brücke. Danach gehst du schnurstracks nach Westen. Dort ist ein Baum, nördlich davon ist ein Fels. Ja. Prüfe den Bereich von dem Fels, um den Weg zu finden. Ja. Aber. Oh doch. Boah, ein Glück. Ein Glück hier. Ich glaube, ich behalte mein Messer noch ein bisschen. So, dann machen wir das mal eben. Zack. Zack. Yeah. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja, yeah, yeah, Maulwurf! Und los geht's! Haha, ist schon wieder so ein Retter hergetraut. Du wirst meine Plätze zu spüren bekommen! Von wegen, Otto. Na, und? Was habe ich gesagt? Wie? Was? Meine Plätze zeigen bei dir keine Wirkung. Kotzblitz! Ich bin beeindruckt. Okay. Ja, großer Kerl. Hey! Wow, du hast doch tatsächlich den Bösewicht bezwungen. Ich habe mich fit genug gefühlt, selbst nachzusehen. Und siehe da, der Bösewicht ist weg. Dass du den Bösewicht besiegt hast, ist ein Grund zum Feiern. Hier, das hast du dir redlich verdient. Was denn? Oh, ein Kraftländin-Spuh. Sehr schön. Schick. Gut gemacht, Hess. Ich muss schon sagen, der Bösewicht diesmal war wirklich echter Horror. Wir sollten besser schleunigst herausfinden, wer die Zerstörungsmagie verbreitet. In diesem Sinn, der nächste Ort wartet schon auf dich. Also nur keine Müdigkeit vorschützen, Test. Ist denn nicht kalt in dem Ding? Nö. Ich finde das sehr angenehm, wenn die Luft ein wenig herumwedelt. So, und wieder subheichern. Und wieder auf Bestenliste eintragen. Sehr schön. Test hat dem Krieger Medizin das Leben gerettet. Dieser zeigte ihm einen geheimen Weg zur Burg und ermöglichte ihm damit, den blitzeschleudernden Bösewicht zu besiegen. Doch wie konnte die Medizin die tiefen Wunden heilen? Test fragte sich, woraus der Krieger gemacht war. Nächstes Mal bei Hellsort, Beauty Bösewicht. Genau! Da freue ich mich dann schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich hatte wieder mächtig Spaß. Dieses Spiel ist einfach wunderbar lustig. Und ja, mir bleibt wie immer nur eins zu sagen. Socken aus. Los geht's. Das war euer André. Das war das Pixel Background Team. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hau da rein. See ya.